Vielleicht hast du dir auch schon mal in deinem Leben überlegt, weißt du was, komm, ich rasiere mir einfach alle meine Haare ab und mach mir einen Buzzcut. Hast dich aber final einfach nicht getraut. Und wenn das der Fall ist, dann solltest du dir dieses Video auf jeden Fall von Anfang bis Ende anschauen, denn möglicherweise überlegst du dir das Ganze anschließend nochmal anders. Leute, die Medaille hat im Leben immer zwei Seiten. Heute sprechen wir über die eine Seite, über die positive Seite eines Buzzcuts und zwar über die Vorteile dieser Frisur. Und wer weiß, vielleicht schneidest du irgendwann auch mal deine Haare ab. Erster Vorteil, du brauchst keine Haarstyling-Produkte mehr und auch keine Haarpflegeprodukte mehr. Denn deine Haare sind an einem Buzzcut so kurz geschoren, dass du wirklich gar keine Haarprodukte mehr brauchst. Und das ist definitiv ein riesengroßer Vorteil. Je nach Länge kann es natürlich sein, dass du irgendwann mal wieder Shampoo und Conditioner benutzt. Aber grundsätzlich, wenn du eine Induction-Buzzcut rockst, dann brauchst du grundsätzlich gar keine Haarprodukte mehr. Zweiter Vorteil, du kannst den Buzzcut selber schneiden. Heißt, du musst nicht extra unbedingt zum Barber gehen oder zum Friseur gehen, um dir deine Haare zu schneiden, sondern du kannst einfach eine Haarschneidemaschine nehmen oder einen Haarclipper nehmen und einfach dir die Mähne runterrasieren. Es gibt tatsächlich auch solche speziellen Maschinen, um wirklich einen Buzzcut zu schneiden. Die haben so mehrere Scherköpfe. Ich nenne sie einfach mal Murmelrasierer, denn damit kannst du deine Murmel tatsächlich picobello komplett abrasieren. Und spätestens jetzt müssten die Schwaben überzeugt sein, denn wenn man jetzt weiß, man braucht keine Haarprodukte mehr, man braucht keine Friseurbesuche mehr, weil man sich die Murmel selber rasieren kann, ja, das spart natürlich Geld, gar keine Frage. Wenn du nämlich umgerechnet alle zwei Wochen zum Friseur gehst und dafür ungefähr 40 Euro bezahlst, dann sind das im Monat 80 Euro. Aufs Jahr gerechnet knapp 1000 Euro, also 69 Euro für das Sparen des Friseurs bzw. des Barbiers. Und hinzu kommen auch noch die Haarstyling- und Haarpflegeprodukte, die man spart. Ja gut, da sagt der Schwabe, rasiere ich mir die Mähne doch einfach mal ab. Was allerdings noch viel, viel wertvoller ist als das Geld, was man spart, ist natürlich die Zeit, die man spart. Nicht nur mit den Friseurbesuchen, sondern natürlich auch mit dem Haare trocknen, mit dem Haare pflegen, mit dem Haare stylen. All das spart man sich jetzt natürlich. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass du üblicherweise eine Stunde für einen Friseurbesuch beim Friseur verbringst. Und das ist schon mal sehr knapp kalkuliert, denn mit Wartezeit, Anfahrtszeit etc. kann das auch schon mal länger dauern. Aber wir gehen jetzt einfach mal mit einer Stunde aus. Eine Stunde, zwei Friseurbesuche, also zwei Stunden im Monat mal 12 sind 24 Stunden. Zusätzlich benötigst du ungefähr 15 Minuten pro Tag für Haarstyling und Haarpflege. Das dann mal 30, das sind 7,5 Stunden im Monat mal 12 sind das sage und schreibe 90 Stunden. Insgesamt sind das dann aufs Jahr gerechnet 114 Stunden, die man spart und das sind umgerechnet knapp 5 volle Tage. Das ist krass, oder? Fünfter Vorteil, no bad hair days anymore. Leute, wenn das nicht wohl der größte Vorteil ist überhaupt, man muss sich keine Platte mehr darüber machen, ob die Haare sitzen, wie man seine Haare stylen möchte, sondern die Frisur sitzt tagtäglich. Das ist überragend, oder nicht? Wenn eine Frisur ideal ist für den Sommer, dann ist es der Buzzcut. Egal, ob du viel unterwegs bist, viel Sport machst oder viel auch im Wasser bist und Wassersport machst. Leute, der Buzzcut ist einfach die ideale Frisur für den Sommer. Da kann keiner was sagen. Wenn es bei dir auf dem Kopf ein bisschen lichter wird und du langsam merkst, dass die Haare ausfallen oder deine Geheimratsecken größer werden, dann ist der Buzzcut eine richtig gute Option für dich. Mit dem Buzzcut kannst du nämlich größer werdende Geheimratsecken bzw. lichter werdendes Haar optimal kaschieren und der Buzzcut ist und bleibt wohl der All-Time-Favorite für alle Männer, die langsam aber sicher unter Haarausfall leiden. Achter Vorteil, dein Gesicht wirkt markanter. Wenn du dir deine Haare wirklich komplett runtersiehst, wie ich jetzt zum Beispiel, dann landet der Fokus automatisch mehr in deinem Gesicht, weil oben auf dem Kopf ist ja nichts mehr. Und wenn die wirklich fast auf Null sind, die Seiten, dann kommen deine Gesichtszüge einfach mehr zum Vorschein und dein Gesicht wirkt einfach definierter. Gerade dann, wenn du zum Beispiel eine schöne Kieferpartie hast, dann kommt die einfach besser zum Vorschein und du einen leichten 3-Tage-Bart trägst. Das sieht einfach wesentlich markanter aus und wer möchte als Mann nicht ein schönes, markantes Gesicht haben. Und ein markanteres Gesicht wirkt natürlich auch gleich viel männlicher. Und welcher Mann möchte nicht männlich wirken und ein schönes, markantes Gesicht haben? Und mit dem Buzzcut hast du jetzt einfach die Chance, deinem äußeren Erscheinungsbild einfach so ein bisschen mehr Männlichkeit einzuhauchen. Und das nicht nur aufgrund der hervorgehobenen Gesichtszüge, sondern der Buzzcut hat natürlich auch grundsätzlich sowas richtig Maskulines an sich. Und Leute, wer hätte es gedacht, wenn man markanter aussieht und einfach männlicher wirkt, das merken natürlich auch die Frauen der Schöpfung. Und eins kann ich euch sagen, mit ganz langen Haaren als auch mit ganz kurzen Haaren, da hat man irgendwie so eine gewisse Anziehung auf Frauen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich kann euch eins sagen, wenn ihr euch mal eure Haare abrasiert, dann schauen mehr Frauen hinter euch her als vorher mit so einer 0815 Standardfrisur. Und es ist gar kein Vorteil mehr, aber ich sag's das trotzdem nochmal, wenn man sich über die Haare streicht, Leute, ist einfach ein schönes Gefühl, wenn die Murmel rasiert ist und man da drüber streichen kann, fühlt sich einfach gut an. Am Ende des Tages möchte ich jetzt hier niemanden ermutigen, seine Haare abzurasieren, gerade dann nicht, wenn man in dem Prozess ist, um seine Haare lang wachsen zu lassen, sondern ich wollte euch einfach mal mit diesem Video die positive Seite der Medaille zeigen, wenn man sich einen Buzzcut runterrasiert.